So, ich bin nochmal da oben gewesen, habe da oben das Gemisch abgebaut und dann wieder runter. Da oben war ja nichts, haben wir festgestellt. Und ja, jetzt können wir nur weitergehen und können gucken, wo wir hier irgendwo noch was finden. Da hinten sind wir schon mal gewesen. Also wir müssen erstmal vielleicht hier gerade noch ein paar Pinne bauen. Deswegen hatte ich ja das, sag schon, Gemisch geholt, ne? Habe ich zweimal geholt. Dann müssen wir mal weiter gucken, ob wir irgendwo irgendwas finden, ne? Gab es hier oben noch was? Ich weiß nicht, ob ich hier weiter geguckt habe. Kann mich nicht mehr erinnern. Da gibt es auf jeden Fall Rohstoffe. Aber das ist nicht das, was wir suchen. Glaube ich. Ups, der passt nicht. Und hier ist das Ende der Welt. Und was gibt's hier? Wieder nichts, ne? Was machen wir da jetzt? Wo kriegen wir Leben her? Leben gibt es auf jedem Planeten, stand da, ne? Das hier ist aber kein Leben, ne? Ne. Was ist da? Ammonium. Das zeigt er hier leider überall an. Hier sogar Harz. Ja. Ich bräuchte aber Leben und nichts anderes, ne? Ich glaube, da unten waren wir schon, ne? Von da sind wir gekommen, glaube. Ist jetzt nicht so prickelnd. Lass uns mal gerade gucken, dass wir wieder dahin kommen, wo unsere Linie war. Ich würde jetzt ganz einfach hier eine Brücke mal rüber bauen und dann da drüben gucken, was da ist, oder? Irgendwo eine Stelle, wo es relativ gerade ist. Oh ja, hier. Ja, das war schon richtig. Schon drüben, ich glaube ja, ne? Also wir brauchen noch Sauerstoff hier hin, ne? So, die sieht genauso mager aus, oder? Hier ist noch eine Kapsel mit Ammonium. Hier muss man Strom dran machen. Harzig. Eisengrundstoff. Ja, kannst du erstmal wieder zurücklaufen und dann müssen wir da ein paar Pinne machen und dann können wir hier nochmal lang gehen, ne? So, da war schon wieder der letzte Pin davon. Hier ist der Harz. Hier gibt es wenigstens eine organische Ressource. Hier kann man ganz schnell runterfallen. Da hinten schwebt irgendwas. Region Eisebene. Jetzt wieder eine organische Ressource. Ich hingehe, was ist mit dem schwebenden Ding? Da schwebt er immer noch. Region Gletscher. Tja, ich weiß nicht. Wir müssen erstmal wieder nach da, um wieder an Sauerstoff zu kommen, der gleich wieder alle ist.
Und da ist irgendeine Station, die mir wahrscheinlich aber auch nicht weiterhilft, oder? Ja, sind wir wieder unterwegs. Mal gucken, wie es weitergeht, ne? Die nächste Stadt ist Rasan. Keine Ahnung. Da gibt's, haben wir letztes Mal, glaube ich, schon geguckt, ne? Händler, Zugzusammenstellung und Gasthaus. Mal schauen, was wir bis dahin schaffen. Hier waren wir, glaube ich. Ne, da waren wir nicht, ne? Was gab's denn hier? Da gab es noch einen Händler, ja, aber das war mir jetzt zu leid, oder? Stopp, wir können ja mal hier nochmal anhalten. Und gehen da doch nochmal hin, oder? Aber was sollen wir dem Händler bieten? Wir haben auch beim letzten Mal schon nichts gehabt. Fahr weiter. Das bringt alle nichts. Jetzt haben wir hier einen Deprimierten. Wodka, Aufputschmittel. Gib den Aufputschmittel. So, jetzt kommen wir hier an dieses Städtchen an, oder? Aber er hält automatisch an. Zu viele, um sie zu zählen. Okay, das wissen wir jetzt, neue Aufgabe. Ja, die Moral erheben. Bei einem Bier mit dem Entmutigten reden. Das kostet mich 80. Ja, für wie lange genau? Aber das ist hier unten jetzt weg. Kann ich noch zum Händler gehen. Da könnte ich jetzt was verkaufen und kaufen, ne? Treibstoff brauchen wir. Nahrung brauchen wir. Holz brauchen wir zur Reparatur. Kräuter brauchen wir. Stoff brauchen wir. Schießpulver, ja, da könnte man was machen, wenn... Was hat er denn hier? Ja, Schießpulver können wir kaufen. Der hat ganz viele Waffen. Schuss haben wir hier. Können wir Sprenggranaten 2-3 mal verkaufen, sagen wir mal. Dann hätten wir das. 517. Was kannst du für 517 aber von dem kaufen? Ist nur ein Waffenhändler, ne? Ah, da steht Handfeuerwaffenmunition, Gewehrmunition, Gewehrmunition, Maschinengewehrmunition, okay. Und Gewehrmunition, das heißt, hier brauchst du tatsächlich das. Geht noch einmal. Sieht so aus. 34 Schuss hätten wir davon. Würde ich tatsächlich jetzt so kaufen wollen, aber da gar nichts mehr von haben. Okay, das ist der Lagerort. Wo stehen wir denn? Noch da hinten, okay. Ah, das heißt, wir können ja erstmal hier noch weitergehen oder fahren. Was haben wir hier? Erkunden. Trupp auswählen. Ah, die Moral ist jetzt nicht die beste, ne? Trupp auflösen. Auflösen. Alle Truppen erstmal gerade auflösen, weil das war jetzt nicht zur Stammstellung, wo ich jetzt sagte, die brauche ich nicht. Glückspilz. Gehen wir mit einem oder noch nicht? So, die vier gehen da mal hin, denke ich. Bestätigen. Einsetzen. Erkunden. So. Dann ist fertig.
gab etwas Bettzeug, alte Klamotten und Vorhänge, die wir benutzen können, um Verbände zu fertigen und die Waggons vor Kälte abzudichten. 71 mal Stoff. War jetzt nicht so der Bringer, ne? Okay, da wird ernacht für Holz. Sieht erstmal alles gut aus, ne? Hier haben wir irgendwie die Antriebswelle gemacht, ne? Und dann haben wir so ein doofes Lager daneben gemacht. Vielleicht die falsche Stelle, oder? Naja. Können wir irgendwann umändern, wenn das Lager mal leer ist. Zurzeit ist es aber sehr voll. Gut. Das machen wir. Ich glaube, wir bauen hier noch eine Bäckerei hier. Eine Grillhütte. Und zwar. Ich glaube, wir können den auch hier hinstellen. Weil wir wollen ja hier die Dingens einlagern. Sag schon, die Sumpfdotterblumen. Ich glaube, wir machen mal die Prio höher hier. Und dann sollen die Dotterblumen machen. Die werden ja hier schon eingelagert. Naja, wenn denn das fertig ist. So, das macht die Pumpe, die ist schon fertig. Das heißt, machen wir hier ein Kanister Prio. Hier fehlen noch Holzstämme. Die waren jetzt gerade schlafen, ne? Da wird gebaut. Er macht Holz, auch gut. Warte auf Materialien. Oh, Holz halt, ne? Zwei ist da drin. Da ist niemand drin, ne? Das ist jetzt gleich fertig. Ne, fehlt noch ein bisschen Holz, oder? Na, ein Holz fehlt noch. Wofür haben wir das denn gebaut jetzt hier, hm? Auch geil. Altmetall. Rohholz. Ja, machen wir Rohholz erstmal hin. Vielleicht war das dafür, weiß ich nicht. Ist schon so lange her, ne? Hier ist kein Dingens mehr, ne? Kein einziger Baum. Kommen die hier hoch? Nee, ne? Da müsste ich eine Leiter für bauen. Treppe. Was mit dem Deich? Oh, nur noch zwei Holz, dann können wir da was weiterbauen. Wo ist denn hier der Kastanienbaum da? Lass uns mal hier Kastanien anpflanzen bei denen hier. Kiefer, na super, das hat gut geklappt, kannst du gleich abreißen. Ich wollte auch Kastanie haben. Gebäude einplätten. Ja, geht nicht, oder was? So, gut. Und jetzt noch mal. Jetzt noch mal die Kastanie versuchen. Kann jetzt aber nichts anklicken, ne? Da weiß ich jetzt auch nicht, ob er die baut oder nicht baut. Er hat auf jeden Fall nichts zu tun da, ne? Ah, da schau her. Nochmal höhere Prio. Und läuft erstmal.
Hier ist viel Wald, ne? Könnte man abholzen. Was haben wir hier noch Schönes? Ein Seil, das nehmen wir mit. Die Algen können wir auch mitnehmen. So, und jetzt sehen wir zu, dass wir ein bisschen Fisch noch kriegen. Paletten-Dr. Fisch. Was ist das für einer? Regenbogen-Lippfisch, okay. Sauerstoff haben wir noch. Kardinalfisch. Da haben wir noch einen Salema Pergui. Noch einen. Und noch einen. Kriegen wir noch was Besseres? Gelbbrückenfüßler. Was war da oben denn für ein schicker Fisch? Den will ich doch mal haben da. Warte, das ist ein Seil, das nehmen wir auch noch mit. Europäischer Papageifisch, okay. Jetzt sind wir überladen, jetzt heißt es hoch zum Boot. Ein Artefakt des Seevolks. Sehr interessant. Nun ja, ich bin froh, dass es dir gefällt. Ich muss dieses Artefakt und das Wandbild in meinem Labor weiter analysieren. Ich melde mich bald wieder. Okay. Sea Blue. Safe, safe, blue. Hey, du da. Ich habe eine Explosion mehr gehört. Weißt du, was da los ist? Was angeht, wir gehören zu Sea Blue. Wir sind eine Organisation, die Menschen aufspürt, die dieses schöne Meer verschmutzen und sie anzeigt. Manche übe ich selber Gerechtigkeit für diejenigen, die besonders böse Taten begehen. Ich habe Berichte über jemanden erhalten, der hier in der Gegend sinnlos die Umwelt zerstört hat. Ich weiß nicht, ob du es warst, aber du solltest dir besser bewusst sein. Wer dem großen Meer Schaden zufügt, bekommt es mit Sea Blue zu tun. Und mit mir, John Watson. Also dann sei dem Meer auf immer dankbar und verliere nie die Liebe dafür. Ich werde jetzt gehen, vorerst. Wir beobachten dich. Na super. Was für ein gruseliger Typ. Kommen wir damit klar? Sea Blue, diese Gruppe ist berüchtigt. Unter dem Vorwand des Umweltschutzes begehen sie Gewalttaten. Meist trifft es vor allem große Konzerne mit ihren Fischereibetrieben, die der Umwelt am meisten schaden und nicht die kleinen Fischereien. Allerdings kriegen die Konzerne nichts von ihnen ab. Ich vermute, sie lassen sich bestechen oder so etwas Geschmackloses. Der Typ sah nach Ärger aus. Es wird dir nichts bringen, auf ihnen Radar zu sein. Sei vorsichtig. Vorauftrag abgeschlossen. Schmiede. Rotes Scharfschützen. Gewehr, Scharfschützengewehr, kleine Netzkanone, da brauchen wir noch mehr von. So, Tour 10 war das, Donnerstag, 6.10., 21 Grad, sonniges Wetter, Zeit waren wir am längsten unten, Tiefe waren wir auch am meisten. Gefangen haben wir 16 Fische, das war noch nie so viel, und gefunden haben wir 17. Europäischer Papageienfisch war der größte Fisch mit 50 cm, und dann haben wir noch ganz viele andere Sachen. Olivenöl, Seetraube, Cayimmenalge und Agar-Agar haben wir geholt und hier so diese Fische. Ist schon mal gut, ne? Neuer Inhalt, Kamera. Ja, da können wir Fotos mitmachen. Verwende, um den Fokus einzustellen, nimm deine Hand weg, um ein Bild zu machen. Achte darauf, dass das Timing mit den grünen Anzeigen übereinstimmt. Ja. Es ist schon Nachmittag. Er hat ja noch gerufen, ne? Ich könnte aber nochmal tauchen gehen, aber. Eigentlich ist jetzt nichts Neues dabei, oder? Einfaches Unterwassergewehr könnte man herstellen. Da fehlen uns die Dreifachachse. Im Besitz habe ich schon zwei. Okay, und hier kein.
Holz, Seil, Kupfererz und Gold. Ich glaube, das hätten wir alles, oder? Achso, das sind Gebiete, die wir haben. Und dann gehen hier nur drei rein. So. Und hier hatten wir zwei drin, ne? Ja, das bleibt so. Hier auch zwei. Da einer. Das ist auch okay so. Essensverkäufer, jetzt sind da welche drin. Okay, dann funktioniert das ja wenigstens. Fünf von fünf, sechs von sechs. Wie gesagt, die würde ich gerne behalten. Es sind noch zwei Arbeitsplätze zu viel. Hier ist niemand drin. Komm, dann hat es keinen Sinn. Mach da ein weniger. Mach da auch noch mal ein weniger und dann muss das so laufen, dass wir so genug haben erstmal. Gut, der ist ja hier beschäftigt, ne? Ja, der macht auch Holz. Fisch ist noch keiner angekommen hier bisher. Kann man hier irgendwo ein Lager sehen? Sehe ich jetzt kein Lager hier. Doch da, Produktion. 19 produziert dieses Jahr. Markt 1, Verfall 0%, Verbesserung 0,1, Händler 1 von 2, Arbeitsplatz ist 100% verfügbar, Dienstleistung 16 von 16, Belastung 5,5%, Waren sind 16. Eigentlich sieht das ja ganz gut aus, ne? Das muss man gucken, ob da jetzt welche Leute was sich auf dem Markt holen, ne? Der Marktschreier ist, Stadtschreier ist auch da. Ah, das ist neben Markt, das könnte auch Marktschreier sein, ne? Hier pennt einer, das geht alles. Hier fehlten uns Baustoffe. Ja, genau. Was hatten wir noch so? So, Labor war irgendwo. Da unten ist das Labor, genau. Das wird auch noch gebaut, da fehlen aber noch sieben Stühle. Baut einer Stühle, Zimmermann. Das Spiel wurde gerade gespeichert. Ja, unsere zwei Zimmereien sind fleißig am Arbeiten, ne? Hier sind wir sechs Zimmerleute drin und da sind vier Zimmerleute drin. Hier könnte man eigentlich noch ein bisschen ausbauen, oder? Kann ich hier expandieren? Zimmerei 1. Rezept wechseln, ne? So, man könnte da auch noch sechs reinstellen. Okay, ne, das machen wir jetzt nicht, weil wir haben sowieso Personalmangel, ne? Das war ein Lagerhaus. Wo fehlt es denn jetzt dran hier? Ja, an Essen wahrscheinlich, oder? Obwohl, das Fleisch ist da. Holz wird hier gemacht, ne? Plus 2,57 und das läuft erstmal. Ist ja hier auch auf Lager. Steine haben wir. Was uns fehlt, ist Lehm. Haben wir eine Lehmgrube? Na, ich muss mal rauszoomen. Ist das hier unten Lehm? Gerade hier in der Ecke gucken wir mal. Da oben sind Steine. Das war Erz. Da waren Urochsen. Ja. Ah, hier ist es. Lehmvorkommen 56%. Okay, das heißt, wir wissen jetzt wenigstens schon mal, wie der Lehm aussieht. Achso, den haben wir auch hier. Bauen wir den denn da ab? Ach, Lehmrohre im Bau. Okay, das heißt, hier passiert nichts. Was fehlt denn? Stühle. Zimmerleute sind das Problem. Tja, und Fisch. Und das Fisch hier.